Oi, was geht ab, Leute? T-Mobile hier. Heute mal ein Vlog, Blick hinter die Kulissen. Von einem Nicht-Turnier, mal was anderes. Einfach so ein Tag, wo wir abhängen, ein paar Aufgaben und so erledigen. Wir haben hier GB-Kollege, er arbeitet gerade fleißig an einem Video für euch. Chong und Dimi werden auch noch kommen. Dann haben wir noch ein paar große Projekte in Planung. Und zwar gehe ich jetzt alle Videos nochmal durch, alle Teile, Badestufe entdeckt, wer was vorgeschlagen hat, alle verrückten Sachen. Zum Beispiel hat hier auch jemand geschrieben, würde mich freuen, wenn du Monaten spielst, dann können wir Deck vergleichen, ich kann dir helfen und so. Wie gesagt, Videos hatte viele Kommentare, war gut und ich gehe jetzt nochmal alles durch, was wie viele Stimmen hatte und je nachdem, wie ich dann danach entscheiden. Also ihr entscheidet wirklich aktiv mit. Jetzt seht ihr, dass auch mal ruhig zugehen kann, nicht immer nur Spiel und Spaß. Oh mein Gott, kannst du. Chong ist angekommen. Ich bin angekommen, Leute. Der vorübergehende Boss. Bagish ist der neue Scorekeeper sozusagen. Er hält alle Daten und so. Er ist nochmal Protokollist. Protokollist, ja, das ist ein gutes Wort. Er muss gleich mal reinschreiben, dass Chong eine Abmahnung bekommt. Für zu spät sein. Oh mein Gott, er ist echt zu spät. Er hat geschrieben zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr. Es ist nach 14 Uhr. Und der denkt, weil er der neue Boss ist, jetzt kann er zu spät kommen. Jetzt sitzt er hier, ist voll kalt, Mann. Nur hier der Steckdose ist. Sponsert bei Fontaine mit München. Bagish hatte auch die gute Idee mit dem 300 für unser Facebook-Special. Genau. Weißt du, was die anderen vorgeschlagen haben? Was? Dennis anzünden. Alles klar. Ich fand das lustig. Okay, die haben seine Karriere beendet. Ich weiß nicht, was sie noch mit dem machen wollen. Also ich finde, das reicht schon. Also wir haben einen Channel vernichtet. Er hat sogar aufgehört mit Yu-Gi-Oh! Mann wegen uns. Ja, er hat sogar aufgehört. Er spielt jetzt, wie heißt das? Force of Will. Force of Will. Ja, dazu machen wir später noch ein Video. Kommt noch, keine Angst. Aber der hat, jetzt war ja erste Ferien, da konnte ich ja immer aufstehen und lernen, wenn ich wollte. Und dann halt immer so ein Thema aufstehen und dann lernen. Was machst du da eigentlich für einen Scheiß? Ja, gemacht. Ja, und jetzt? Hast du als Boss nichts Wichtigeres zu tun? Kommt, dann müssen wir nee. Wieso machst du das jetzt? Nicht jetzt? Doch, jetzt ich wäre erst angekommen, ich wäre erst mal die Lage abchecken. Echt traurig. Ich habe Lorenzo gefragt, also ich darf nicht. Er muss seine Strafe absetzen. Was darf er nicht? Ein Tegel. Von wem? Wieso? Weil er sein Ergebnis hat das zu spät abgegeben. Wie lange? Was? Das war aber schon vor eineinhalb Monaten oder so. Bis Juni. Und du konntest keine Verminderung. Drei Monate schaffen. Ich habe geschrieben, so einen krassen Text. Ja, nur weil Teammitglied ist, heißt es nicht, dass er unsere Strafe hier nicht absetzen ist. Also ist er nach meiner Suspension halt auch, weißt du, wie ist das für dich? Wie nennt man es einfach Strafe? Vorstrafe hat er einfach, man. Drei Monate schon. Ah, ja, das ist schon die Endgeile. In Gold Red. Also das ist ein Blick hinter die Kulissen von TBT. Da wird es noch viel mehr folgen. Ihr habt es gesehen, ernstes Gespräch mit Bagish. Es werden noch viele andere ernste Gespräche kommen. Ich bin sehr enttäuscht mit dem Team zurzeit, mit der Gruppe. Richtig Real Talk, wir überlegen bei den Gesprächen eine Kamera hinzutun. Auf jeden Fall. Wir sind ehrlich, wir haben nichts zu verstecken. Es kann auch mal hitzig zugehen, aber so, wir sind halt ehrlich und direkt. Nur einmal waren wir nicht ehrlich. Da haben wir das einfach unter den Teppich gekehrt. Ja, das war gut. Meinst du mit Tati? Kein Kommentar. Aber du darfst nie wieder diese Karte aus. Ja, dieser Bus. Ja, was bei dir? Ja,
sind alle heute da für heute. Jetzt kann wieder ernst geredet werden, wieder alle Themen besprochen werden. Dimi, du musst protokollieren, wer da ist. Das hast du versprochen. Ich hab gesagt, ich kann das Protokoll gern schreiben. Ja, wie willst du nochmal damit anfängen? Du hattest gekommen, du hässlich. Du bist der Protokollist, der zu spät kommt. Ich hab gesagt, dass ich um die Zeit komme. Wie viel hast du gesagt? Er hat keine Uhrzeit genannt. Ich hab die Uhrzeit genannt. Keine Uhrzeit genannt hast du. Natürlich! Nein! Digga, ich versuch dich gerade zu verteidigen! Oh mein Gott, Mann! Du musst dich auch selber einplanen. Tschüss! Tschüss! Nee, er hat keine Uhrzeit genannt, er hat gesagt nach der Arbeit heute. Ja, also hast du gerade gelogen. Wieso, ich bin nach der Arbeit gekommen, ey. Du hast gesagt, ich habe eine Uhrzeit gesagt. Ich habe auch eine Uhrzeit gesagt, es war 14 Uhr im Chatverlauf. Es ist gerade 14.22 Uhr. Ja, ich habe 13.30 Uhr Feierabend gehabt. Ich bin halt heimgegangen und habe mich umgezogen. Oh mein Gott. Du schützt dich ja selber, Mann. Ich nehme mir noch die Lange. Das muss echt alles protokolliert werden. Ja, ist ja okay. Ich hab davor meine Menschen. Und da ich dadurch mache ich's, ja, hab ich ja gesagt. Ja, jetzt auch auf Papier. Ja, ja doch, ja, doch. Rein. Rein und auslisten. Es wird nicht mal alles gesponsert, Alter. Oh mein Gott. Das ist schon mal. Das ist mein Schulblock, Mann. Hier ist Papier, leider der Berufsschule. Ist ja okay. Soll ich denn das Papier bezahlen, was ich benutze? Ja? Ja, war das schon klar, dass du es brauchst. Alter, du solltest alles aufarbeiten. Ich hab unsere Deckvorschläge dazu. Er macht das halt nicht so, Mann. Ja, so ist halt. Ja, so wie es. Oh, wie wir schon mal gemacht haben. Aber vielleicht, ich habe die alles gemacht. Aber weißt du, was ich meine? So, zum Beispiel das, ja, gefällt mir nicht, das schaue ich mir genau an. Ich weiß ja nicht, ob es mir gefällt oder nicht. Ich muss alles anschauen. Alles hat Potenzial. Auf jedes Kommentar eingehen. Das habe ich versprochen, das mache ich auch. Oh mein Gott. Ab jetzt keine halben Sachen mehr, alles ganz. Ihr hört das hier direkt live. Timi, so, ich schaue mir Schlüssel an. Oh mein Gott, der Hochkreuz-Teil, hab ich gesagt. Was machst du heute? Du bist nur wegen den Höhen gekommen, sei ehrlich. Okay, wegen zwei Höhen komme ich auf jeden Fall. Die Erwartungen, Wichser. Ich habe doch gesagt, ich komme einmal 120. Die Woche. Okay, 18. Morgen? Ich habe gesagt, ich komme einmal die Woche, was er jetzt? Morgen würde ich nach der Arbeit wiederkommen. Gib mir Alibaba, du nicht. Alibaba. Ist der echt so gut oder hyped hat die nur? Nein, ach so, ich kenne nicht. Wo ist der? Nein, eine wo ist der? Bei dir? Wo ist der? Keine Ahnung. Ich finde den nicht so toll. Ja, oh mein Gott, Tati. Ehrlich, Arke ist besser. Arke ist schon besser. Ich war was geil bei dem ist, die tun richtig türkisch, also die tun richtig türkisch machen. Die haben so eigene Soße. Türkisches Fleisch. Und die haben so Antipasti tun die da ein. Wenn es jemandem schmeckt, ist es okay, aber ganz ehrlich, ich finde Arkadasch mit Geschmack zu krass. Frisches Brot. Ja, frisches Brot macht den Unterschied. Wir fahren alle nach Nürnberg, Atlantic Döner, Mann. Arkadasch war auch von dem Job, Mann. Ich habe so einen Job gehört zuerst. Er hat einen fertig, er kommt um Zeit, Leute, ich kann nicht mehr hier, ist du. Ich so, wo warst du, Arkadasch? Ich so, kann ich zwei Döner. Also der ist so krass, weiß ich nicht mehr. Ja, ich weiß. Danach wurde der Endbügel. Ich habe ja dein Brot, deswegen weiß ich gar nicht. Wir fangen an, gib her. Was machen wir jetzt? Ja, wir besprechen die Sachen. Ich rede gerade mit. Achso. Ich lasse euch ja ein bisschen arbeiten. Okay. Was ist dein Plan jetzt? Ja, gib her. Alter. Oh mein Gott. Okay, ich seh schon, du verschwendest deine Blätter gar nicht, Alter, Mann. Das kommt Geld, du verschwendest deine Blätter, Mann. Das ist Chemie, Mann. Das ist Chemie. Oh ja, Gott. Was ist das? Gut, dass du Butter nicht so aufpasst, Mann. So ist es geografisch alles. Der muss er zeichnen. Okay, fangen wir an. Okay. Also anwesend. Okay, fick meinen Block noch mehr. Was machst du da? Das ist ein Blatt, was ich umdrehe. Oh mein Gott. Du bist doch wie ein normaler Mensch und nicht wie ein Grieche, Mann. Das ist kein Gyros, Mann. Also ich kann hier einen Stift bedienen. Oh mein Gott, bei ihm schon der Stift liegen. Wie ein Ohrstäbchen, aber das muss so klein sein. Die mit uns auf die anderen Ohrstäbchen. Das benutzen die anderen doch zum Analrektum. Heute ist der 15., gell? Ach, der ganze Zeit, du bist kein Protokollist noch. 15. April. Bitte, derjenige, der das Studium mir abgebrochen hat, sollte ganz die Schnauze halten. So, anwesend. Das sieht so.
ich habe mir viel Teil vorgestellt. Ich wollte es auf Excel und so machen, Anwesenheit und so. Dann druckst du es aus. Du ziehst jetzt mal Anwesenheit und so schreiben. Das ist schon wichtig. Wir haben ja gesagt, wir wollen dann auch schauen, wo wirklich regelmäßig kommen. Ja, aber ich meine... Wir haben beim letzten Meeting gesagt, einmal die Woche sollte Pflicht sein. Ja, das aber ist Excel-Tabelle, da schreibst du Anwesenheit, die Spalten, und dann druckst du es 20 Mal los. Ist nur 20 Mal. Ja. Es ist nur für uns interessant, für niemand anderen. Aber so ist doch nicht übersichtlich. Du schaust drauf, oh, mit Kugelschreiber geschrieben, voll hässlich und so. Perfekt. Macht er das zu Hause dann noch? Machst du es zu Hause noch? Tatsächlich, wenn du es nicht lesen kannst, ich schreibe mal Druckschrift sogar. Druckschrift? Ich kann Schreibschrift. Kurier hier 12. Natürlich kann ich Schreibschrift. Komm, zeig. Was? Schreibschrift? Ja. Oh mein Gott. Schau, nicht mein Blatt. Nein, ich auf den Druck. Soll ich Neues machen? Nein, so, mach mal. Was soll ich schreiben? Deinen Namen. Okay, ist mal falsch. Schreib's und schreib mal anders. Mach, dann schreib mal schon mal anders. Wie machst du das B? Das B gibt's gar nicht als Schreibschrift. Doch, natürlich. Nein, man verbindet es nicht, Mann. Doch. Nein. Doch. Das verbindet man safe. Wir sind hier in Deutschland, in München, Mann. Was machst du griechische Zeichen hier rein? Das ist ein Better, Alter. Also jetzt komm, mach mal. Und hier, mach, fängt er so nicht. Okay, los geht's, Mann. Ja, okay, los geht's. Was steht dann? Alles Ordnungspunkt 1. Ja, sag. Du wolltest sagen. Willst du nicht noch notieren, dass jeder da ist, der auch gesagt hat, dass er kommt? Stimmt. Irgendwie? Oder? Ich mach das Protokollieren mit Excel. Heute schauen wir mal, wie es Demi macht. Ich hol mir auch einen Schnellhefter unter der Firma. Den zahlt die Teamkasse. Keine Angst. Okay. Nee, aber ich hab echt... Nee, oh mein Gott! Ich hab echt genug Tinte unter zu Hause. Ich mach das schon. Ich hab kompatible Patronen. Ich kauf doch nicht die originalen. Okay. Thema? Ja. Themen sind jetzt geheim, deswegen schalte ich mal ab. Fandest du die Besprechung? Sehr gut, bis jetzt läuft es echt gut. Wir sind regelmäßiger Treffen. Das mit dem Protokollieren funktioniert nicht so. Zeig mal dein Datum. Ja, er hatte 15.04.16. Er hatte zuerst 15.03.2014. 15.04.16 ist nicht so. Ja. Du lügst nie. Ja, mir ist es auch aufgefallen. Ja, gell. Ich hab's entdeckt, den Fehler. Ansonsten endlich ist Chong weg. Ja. Hock dich mal rüber, dann können wir endlich ein paar Sachen erledigen. Chong hält einen echt nur auf. Richtig schlechter Boss. Wir haben gerade ein paar gute Videos gedreht, echt viele. Aber wegen Barisch müssen wir jetzt Zwangspause einlegen. Ja, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen und Blähungen durch zu gesundes Essen. Zu viel Ballaststoffe sind auch nicht gut. Ja, deswegen müssen wir ein bisschen lüften und dann... Bisschen Pause machen. Oh mein Gott, hört's hier? Präsentiert! Das darfst du echt nicht online stellen, das ist meine Taktik. Ey, das darfst du echt nicht. Was machen wir jetzt noch, Boss? Hast du ja schon mal. Jetzt gehen wir saftig essen. Was? Was steht jetzt noch so an, Boss? Videos drehen, Autos drehen, FT, Videos drehen. Also Videos drehen. Ich sehe hier läuft eine Mom herum. Wieso drehen wir kein Interview mit Yu-Gi-Oh! Moms? Das ist Fatih Exklusiv. Ich erzähle euch jetzt ein Geheimnis über Chong, er ist pervers. Wir haben es einmal getestet, er hat nur auf die Brüste geschaut. Es hat nicht geklappt, dann hat sie sich belästigt gefühlt und deswegen mit Chong klappt es nicht. Heißt er deswegen Chong Banks? Ja, jetzt habt ihr es gut erkannt. Demi leidet. Er wollte irgendwas sagen, aber Bagish hat ihn unterbrochen. Seitdem hat er alles vergessen. Sie werden kommen, ihr Leute. Ja, sie werden eure Lebenspunkte direkt auf Null setzen. Vertraut mir. Okay. Achtet auf diese Karten. Oh mein Gott, Tati hat auch noch vorbeigeschaut. Wir haben krasse Videos ohne dich gedreht. Echt jetzt? Ja, Mann. Gott sei Dank, dann brauchst du ihn gar nicht. Ja, Mann. Die Jungs versuchen jetzt, dich ein bisschen auszugleichen. Ja. Falls der Tag kommt, wo du gehst,
dass wir nicht ganz hilflos sind. Ich hab mit Kommen, weil den Buddy liegen wollte, damit ich nicht mehr da war. Oh mein Gott. Und ich will auch keine Videos mehr machen. Können. Sind die alle? Ja, Chong ist mit FT reden, Dimi ist da oben und Magisch ist gerade gegangen. Achso. Habt ihr ein paar Sachen erledigt? Sehr geil. Der Wasser macht Schmerzen und so. Wir machen Ding, schau. Wir haben Fleischpflanzensemmel, ja? 1500 Stück am Tag. 1500 Stück. Leberkiessemmel, 1500 Stück am Tag. Ja? Das ist wie jeden Tag selber. Ich glaube, du. Dann haben wir Mitarbeiter, 150 Leute, 100 Leute VIP, plus noch Fingerfood, Salatbuffets und noch einfach der normale Wahnsinn, den wir eh haben. Ja. Eigentlich sind fertig. Wie lange geht das, diese Messe? Eine Woche. Bis Sonntag. Eine Woche. Von Montag bis Sonntag. Krass. Bei uns im Hotel geht es nicht anders. Es ist schlimmer. Es ist schlimmer als wie Wiesn. Das ist das perfekte Video, Mann. Ich mach gar nichts, Alter. Baum ist schlimmer als Wiesn, Alter. Ja, Baum ist echt schlimmer als Wiesn. Was ist das so? Für Baum alle, die das nicht kennen. Baumesse. Da kommen halt Leute aus, also viele Leute aus dem Ausland. Aus der ganzen Welt kommen sie, da gibt es Maschinen auf der Messe. Von denen wir noch nie mal, von denen wir in den ersten Jahren was erfahren werden. Unglaublich. Kann ich teleportieren und so. Ja, es sind halt Sachen. Mega. Also da werden Verträge abgeschlossen in Millionenhöhe. Okay. Deswegen werden da keine ersten Mühe gescheut. Warum also alle 4 Jahre? Größte Messe der Welt, oder? Alle 4 Jahre. Da war die privat nicht. Nein. Komm, du kriegst fast keine Karte. Du kriegst fast keine Karte. Die lassen nicht so viele Leute, oder? Ja. Egal, gehen wir mal das Opening. Ja. Also heißt es? Wir haben gerade das Opening gehabt. Das bringt doch gar nicht. Von dem Ding. Dank Fantame in München. Und die Jungs diskutieren gerade über diese Karte. Ich weiß nicht, Mann. Du bist hier. Wird nur gehypt, Mann. Also, ja, die kann schon was, aber die meiner Meinung nach, eine super Karte. Index wie Kianti, Losenju, eine richtig gute Karte. Im Pepe oder Dragon Balls, weiß ich nicht. Uns gibt es anscheinend gespielt. Ich habe sie noch nicht getestet. Aber... Ich habe diese Karte gesehen in einem Deskbot Otikabi. Das ist kein Scheiß, ich habe die Karte echt gesehen. In einem Deskbot Otikabi-Video, wenn der Level 9 rauskommt und die Spielverzauberkarte, spielst du alles. Dann spielst du die, wo es entweder Machine Duplication oder du holst die Stadt oder irgendwas, was du gerade brauchst. Ja? Und dann kannst du mit dem Level 9er kannst du über 10.000 Angriffspunkte bekommen. Okay. Ja? Die Karte, ich sag euch, die wird echt, die wird kommen, Leute. Sag's euch. Oh yes! Oh mein Gott, Schuss! Das war ein Tag mit uns, Jungs. Ihr habt gesehen, wie wir einfach so ein paar Videos drehen, ne? Und wie wir uns so organisieren und so. Wir haben gerade viele Videos gedreht, auch ein paar ernstere, werdet ihr alle noch sehen. Und jetzt planen wir noch ein paar Sachen, besprechen noch ein paar Sachen. Sieht aber nicht so gut aus. Tati und ich sind ein bisschen enttäuscht von Chong und seiner Leistung und was er so geplant hat. Nix im Griff, mal schauen, ob wir das regeln können. Sehr viele Projekte, bisschen überfordert sind wir, mal schauen, wie wir das alles hinbekommen. Ich weiß echt nicht weiter. Jetzt machen wir noch von Home so ein Video. Nee, das gibt's nicht. So nicht? Nein, nur ihr zwei, das reicht schon. Aber jetzt müssen wir noch ein Video machen, wo zusammengeschnitten ist wir doch. Ja, ihr zwei halt, wo ihr gleichzeitig angerufen habt. Ihr chillt ja gleichzeitig und dann... Ihr chillt gleichzeitig und werdet gleichzeitig angerufen und sagt gleichzeitig. Was sagen wir gleichzeitig? Dass ihr nicht könnt wegen Kaisers Turnier. Wir werden gleichzeitig angerufen, oder? Ja. Oder du kommst so und ich komm so. Ja, und ich rufe euch dann an, weil ich der Boss bin. Ja. So, wo seid ihr hier morgens? Und ihr so? Wir kennen nicht. Es waren zwei Jungs und ein Mädchen. Ich hab gehört, du willst wieder spielen. Ich spiele schon, aber... Du spielst schon? Das kostet halt nichts. Ja, wenn ich dann denke, was so ein extra Deck kostet, dann bin ich schon schlecht. Es gibt bald wieder TBT-Turniere online. Wirst du mitmachen? Du hast ein Langenstieg, oder? Ja, ich hab ein Monarchendeck halt, weil es ist online. Genau, was ist das?
Ich habe ein Cosmo, ein Dracopels, Kleiniger Biss und... Ich mach neue Liste. Ja, klar. Was glaubst du am besten? Ich habe jetzt Kleiniger Biss umgebaut, weil ja dieses Modell aus dem... Du bist ein neuer Teamleiter. Hast du Interesse an so einem Spieler? Ja, servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren und checkt unsere Sponsoren ab. Unten sind die Links schön alle verteilt. Und checkt unsere Facebook-Seite ab und leidet es nicht.